Freunde, willkommen zu einer Folge von Let's Play League of Legends auf nach Gold. Wir sind in der Promo zu Silber 4. Das ist das 12. Game vor Februar. Das heißt, also 12 Games machen wir noch. Könnte gut aussehen, also theoretisch, wenn wir jetzt gewinnen, könnten wir es theoretisch noch in Silber 3 schaffen. Höher geht's höchstwahrscheinlich nicht. Ja, also Gold wird schwierig. Jetzt noch, in 12 Games, so. Weil, das klappt nicht mehr. Ja, wir spielen Toplane gegen TPA Chan, ja. Im Jungle, Rengar gegen Gragas, ja. Midlane, Lux gegen Xerath, ja. Xerath wird, ich hoffe, Lux gewinnt gegen den Xerath. Da haben wir zumindest eh eine Lane, die schon mal sicher ist. Weil Xerath wird, wenn er gefeedet ist, richtig reinhauen. Das ist nicht schön, wenn der Xerath dann immer seine Scheiße da schießt. Darum habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Schluss. Nicht so viel Lust habe ich natürlich. Ja, auf der Botlane. Wir haben den Twitch auf unserer Seite unten, Soraka. Also sieht gut aus für uns tatsächlich. So, Gegenzug. Ja, die haben halt eine richtig krasse Ulti durch den Taric. Zusammen mit dem Ezreal. Ja, ich hoffe tatsächlich, dass die Botlane, unsere Botlane gewinnt. Wenn die Botlane gewinnt, haben wir eine gute Chance, das komplette Game zu gewinnen, weil Twitch macht halt immer da Damage. Die Taric Ult, die könnte vielleicht zum Problem werden, aber ja, ich gehe halt zuerst höchstwahrscheinlich. Das Schlimme ist, die haben dann, oh Gott, Job. Ah, gut. Richtig gut. Ja, wir haben alle fast Flash raus. Na, kommt mal mit. Nein. Ein Minion habe ich. Ja, richtig nice. Läuft ja. Gnar ist wirklich immer noch ein Champion für mich. Den muss ich denn. Eigentlich wollte ich ihn ja nicht spielen, aber ich kann ihn halt immer noch nicht spielen. Ich kann gut, ja, aber ich denke mal, dass ich ihn nicht so krass spielen werde. In der neuen Season. Ah, nicht entwickeln. Wenn ich mal wenigstens einen Creep bekomme. Nein, da kann er genauso schlecht farmen. Aua. Nein, ich wollte nicht angreifen. Ah, Gott. Oh shit. Oh, das war knapp. Er kann zu mir hin? Oh ne. Och ne, och ne. Och nö. Och nö. Das ja, ich hätte einfach weggehen sollen. Ah.
Hey, ja, ja. Naja. Holy shit, warum macht er mir denn so viel Damage? Geh weg. Du machst mir Angst. Warum macht denn der mir so viel Schaden, Alter? Geh weg. Ich hab Angst vor dem Channel, Alter. Warum macht denn der mir so viel Damage? Holy shit. Ja gar nicht in Ordnung. Okay, jetzt habe ich mal seine komplette Range gesehen, wie weit er nach vorne kommt. Ist ja richtig strong, Alter. Holy shit. Anscheinend der Skript. Werden wir uns das mal angucken. Das Gute ist, ich glaube ja tatsächlich, meine Spitze in einfach gut. Läuft auch einfach hin. Top-Lizität. Ein Gegner wurde getötet. Ungefähr von da bis zu mir hin, ey, das ist richtig krank. Verbündeter wurde getötet.
Alter, holy shit, der Minion Block, der war ja ganz gut. Bin einfach runtergegangen, einfach zur Sicherheit so. Aber der Dings hatte Kind. Naja, schade ist, dass ich den gerade nicht bekommen habe. Bisschen schlecht gelaufen, naja. Ich würde mir ja gerne ein bisschen mehr den Kira dann gucken, um zu gucken, ob der halt wirklich Skript. Okay, ja, der ist richtig krass Skripts, Alter. Holy shit. Aber ein Skripter macht halt nichts. Okay. Piss dich, Alter. Wer kann das mit sich ziehen? Holy shit, Alter. Ist doch nicht okay. Ach, Scheiße. Alter Vater, ey. Ja, Shen ist auch so ein Champion, der für mich sehr viel Damage macht, obwohl er nur Dings baut. Der baut ja nur Rüstung und macht mega krassen Damage. Das ist richtig annoying. Aber richtig, ey. Das ist richtig schlimm. Vor allem, weil er Gragas aus so einem Grund auch noch Rüstung baut. Alter, guck dir an, den Skripter, holy shit! Nice. Nice, Matt. Ich glaube, der macht nur wenn die Baseballschläger so viel Damage. Ah, für Wichser, Alter. Yeah.
sein TP gewastet. Für gar nichts. Bekommen den Top Tower. Mach da. Dach tatsächlich, da bin ich sicher, aber immer, ja. Null. No problem. Oh, schade. Krass, der Skript-Boost, Bitte pushen, Alter, holy shit. Geh da nicht top, ey. Willst du da? Ich hab die meisten Türme diese Runde zerstört schon. Thank you.
Ja, aber Skripts helfen nicht gegen One-Shots. Das ist tatsächlich so. Einfach, wenn du einfach gewone-shottet wirst, ja, dann hilft dir das Skript wenig. Okay, ja. Nice. Ja, ja. Ich sage jetzt schon voraus, dass ich in Silber 4 bin. Also wenn wir das jetzt noch verlieren, so, dann deinstalliere ich komplett LOL vom Computer und fasse das nicht mehr an. Ich habe ja gewisse Videos, aber dann ist das so. Nee. Alter, der hat das einfach gleichzeitig geplaced, holy shit! Hit me. Can't even hit me. Einen Turm zerstört. Oh, pusht aber gut rum. Ich hab 102 Farben. Nice. Ich wollte auch gerade sagen, vielleicht ist Zähne drin. Richtig runter machen. Du wirst sie richtig schuldig führen. Ja, okay, abfallen. Oh Gott, Alter!
Nee, okay. Nicht so schnell! Na, bei dem sieht man, dass er nicht skriptet, weil er nicht trifft. Ja, doch, jetzt. Aber bei dir, Alter. Guck dir das an, Alter! Ist ja lächerlich! Oh shit, Alter! Der hat das einfach gleichzeitig gespammt. Boah, damit hat das Skript nicht gerechnet, als ich zurücklaufe. Oh, holy shit. Shit, Alter! War das ein geiler Kill, da muss ich schon mal, so geben. Das war schon ein geiler Kill, also war schon nice von mir gespielt. Oh, Verbündeter wurde getötet. Das Schlimme ist, ach Scheiße. Oh, vergesst euch gegen die Kämpfe. Ich brauche ein bisschen MR. Gib mal her hier. Ich warte schon mal aus. Kann das auch gehen? Ne, kann man nicht. Das war nicht der Runde, Alter, mein Top-Tower, hat der überhaupt schon Schaden bekommen? Lol, Alter. Hatte ich auch schon lange nicht mehr Games, wo mein Top-Tower einfach unversehrt ist. Stolper.
gar nicht sehen. Du, ich bin gar nicht raus. Ja, nice! Ja, nice. Ja, dann macht das Kick da gar nichts. Ja, ich bin endlich mit meiner Promo durch, endlich. Ja. Gut, ich bin gespannt, was ich werde tatsächlich. Ich bin gespannt, was ich werde, ob ich Silber 3 nur werde, ob ich Silber 4 werde. Oder vielleicht höher. Das werden wir jetzt sehen. Aber ich guck nicht hin. Achso, ich sehe ja noch nicht. Ich guck nicht hin. Kann ich hingucken? Guck dir für mich. Du hast. Achso, Stufe 6 erstmal. Ja, das ist ja voll. Ah, scheiße. Okay, Silber 4. Ja, gut. Mit 2 von 9. Okay. Ja, nice. S minus. Sehe ich mich. Ja, wir sind Silber 4. Schade. Haben wir hier, haben wir irgendwas geschafft? Na gut. Ah, das wird schwierig, ja. Ah. Ja, gut. Ja, wir könnten es noch Silber 3 schaffen. Irgendwas so. Dann bedanke ich mich erstmal. Ich guck mal ganz kurz. Schaden wir mit 0 Punkten? Das interessiert. Ja, okay. Ja, wir sind Silber 4. Ja. Haben eine Siegesträhne natürlich. 64 Sieger. Heißt, ich bin jetzt. Ich gehe wieder zu positiv hinzu. Naja, tatsächlich, ich denke mal, wenn ich jetzt 7 Games. Ich brauche ungefähr 7 Games, denke ich mal. Also 7 Wins hintereinander. Wenn ich die bekomme, könnte ich schon direkt Silber 1 kommen. Aber 7 Games ist schwierig zu schaffen hintereinander, vor allen Dingen bei La Elo. Siehst du ja. Wir haben in Silber 5 jetzt, was, wie viel, 20 Games gemacht? Wenn nicht sogar noch mehr. Das war ja, das war ja bekloppt, ey. Dann habe ich ja mehr, habe ich mehr geschafft dann von Bronze 3, oder habe ich Bronze 2 gestartet, bis Bronze 1 und dann Silber, naja, waren auch 40 Games. Naja, gut, jetzt sind wir Silber 4. Das heißt auch noch Gold, ist doch gerade so drin. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss.